Seitenwahl der Kapitäne Giuseppe Pisano und Tanju Öztürk. Wir sind im Grenzlandstadion. Die Borussen in Weiß. Erster Angriff mit Ekpo zu Kraus. Thomas Kraus vorbei an Dumm. Und dann, da haben wir Pisano. Aber klasse gehalten von Alexander Nübel im Tor der Schalker U23. Super Reaktion. Ein vielversprechender Auftakt, aber auch gegenüber Schalke mit Schröter. Und das ist Mikkels, Joylans Mikkels, der verfehlt knapp. Der hat früher hier mal für die Gladbacher gestürmt. Dann Abschlag, Borussen-Torwart Kompalla zu Ritter. Marlon Ritter, der Führende in der Torschützenliste, haarscharf am 1:0 vorbei. Die Borussen ohne die gesperrten Knipping und Rodriguez, aber auch mit der nächsten guten Gelegenheit. Wieder Ekpo, Mandela Ekpo, was für ein Name. Dann Jibril Sow, nochmal Ekpo, gute Flanke, guter Kopfball und da ist es. Die Gladbacher Führung und der Schütze Thomas Kraus, der trifft mit dem Kopf, das sehen wir gleich nochmal. Die Führung geht in Ordnung, denn die besseren Möglichkeiten in der ersten Hälfte haben die Gastgeber. Gleich noch eine, Freistoß Lenz und das ist Stang, Oliver Stang, der hat das 2:0 auf dem Fuß. Da konnte er die Führung ausbauen, aus Gladbacher Sicht musste er es wohl sogar, aber was heißt das schon? Zweite Hälfte, die Schalker kommen entschlossen aus der Kabine mit Mikkels. Trockener Schuss, der Ausgleich, ausgerechnet Joylans Mikkels, sagen die Gastgeber. Und jetzt gleich Achtung, denn die Borussen, sie kontern und zwar wie? Ganz sehenswert, mit Dengue vor dem eigenen 16er. Zu Ritter, der zu Pisano, der steckt durch zu Sow, Jibril Sow, klasse Treffer. 2:1, die Borussen wieder in Führung. Eine gute Stunde rum. Schalke weiter mit Druck, mit Ratgeber zu Schröter. Felix Schröter, feiner Lupfer. Der Rückkehrer bei den Blauen, der schafft für die Gäste den Ausgleich. Das, was wir in der zweiten Halbzeit gemacht haben, da bin ich nie mit einbestanden. Wir sind sehr schwach in die zweite Halbzeit gekommen. Das war so ähnlich gegen Aachen auch schon, wo wir dann eigentlich unsere Vorsprung verschenken und machen dann, war viel Chaos. Zweite Halbzeit war, vielleicht waren wir schon bemüht, aber die Schalke aufs Grund, weil sie auch unsere Fehler eiskalt genutzt haben, muss ich sagen, da geht es am Ende in Ordnung und wir müssen uns dann einfach ärgern, weil wir aus der zweiten Halbzeit, auf der ersten Halbzeit zu wenig gemacht haben. Das war das erste Spiel für uns, gell, beim Tabellenführer. Und so wie das Spiel gelaufen ist, ja, sind wir zufrieden. Wobei, beide Mannschaften hatten die Möglichkeit, das Spiel zu gewinnen. Also wir auch, wir hatten auch gute Chancen. Und von dem her, nein, sind wir zufrieden mit dem 2:2. Aber wichtig war einfach auch, wie die Mannschaft aufgetreten ist. Ja, auch spielerisch und so. Ja, und das war schon gut. Wenn man sich dann im Mai fragen muss, oh, hätten wir mal gegen Schalke ein bisschen mehr gemacht, weil da hätten wir leicht gewinnen können, dann ist das schon ärgerlich. Ja. Nur natürlich ist es natürlich nicht alles optimal gelaufen, man hat einen Punkt mitgenommen. Klar, Konkurrenz schläft auch nicht, das wissen wir auch. Und wir müssen auf jeden Fall höllisch aufpassen, dass wir nicht dann so weitermachen. Wir brauchen jeden Punkt und so. Und jetzt gerade die zwei Auswärtsspiele vor der Brust, war das natürlich ganz wichtig. Und man weiß ja nie, wo man steht beim ersten Spiel. Ja. Für uns war das nicht so einfach. Und von dem her sind wir mit dem Punkt zufrieden.